Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam und Salam, Nicht-Muslime. Ich weiß, viele erwarten von mir ein Aufklärungsvideo. Und wiederum erwarten viele das 16 Prophezeiungen Video. Das kommt noch, inshallah. Denn zeitdringlich möchte ich erstmal über ein anderes Thema reden. Subhanallah, was ist nur in München geschehen? Was ist nur in München geschehen? Solch eine Tat hat keine Religion. Solch eine Tat kennt keine Religion. Solch eine Tat darf nicht mehr geschehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor solch einer Tat bewahren. Amin. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala mit den toten Muslimen unter ihnen barmherzig sein und ihnen alle ihre Sünden verzeihen. Amin. Und subhanallah, eben noch bekommt meine Mutter einen Anruf von ihrem Bruder, der ihr dann sagt, im Libanon, ihr Cousin von meiner Mutter, jemand, den ich persönlich kenne, ein sehr guter Mann, wurde gestern einfach mal erschossen. Möge Allah mit ihm barmherzig sein. Amin. Ihr dürft es nicht zulassen, dass die Medien oder sogenannten Sekten Hass in eure Herzen schüren. Geduld und Vergebung ist Stärke. Und Verleumdung und Ungerechtigkeit sind hier fehl am Platz. Und solche Taten bringen uns auf gar keinen Fall weiter. Salam.